Yo Leute, was geht? Heute gibt es in diesem Video wieder eine weitere Folge von den unlogischsten Dingen in GTA. Heute gibt es nämlich die 39. Folge der größten Logikfehler, Patzer und natürlich Bugs, die Rockstar Games bei der Entwicklung von GTA passiert sind. Und heute habe ich natürlich auch wieder ziemlich interessante Dinge für euch herausgefunden, die an sich schon ziemlich lustig sind. Übrigens Leute, wir stehen auch kurz vor der 40. Folge von dieser Serie und ich habe mir überlegt, dass wir bei der 40. Folge vielleicht ein kleines Special machen, vielleicht ein Facecam-Special, vielleicht mehr unlogische Dinge. Wenn ihr vielleicht eine Idee für die 40. Folge habt und wenn ihr zum Beispiel auch eigene unlogische Dinge habt, schreibt sie natürlich unten in die Kommentare, vielleicht kommt eure Idee dann in die nächste Folge. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch kostenlos abonnieren, würde mich ziemlich freuen, Leute. Ich werde in den nächsten Tagen auch wieder ein XXL-Gewinnspiel machen, also wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr auch kostenlos abonnieren, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wann das Gewinnspiel startet. Und ich würde sagen, starten wir doch direkt mit dem Video. Die erste unlogische Sache ist wirklich schon so unlogisch, dass es eigentlich schon wieder witzig ist. Ich weiß, das klang vielleicht ein bisschen falsch, aber es funktioniert einfach folgendermaßen. Was ihr dazu benötigt, ist zum einen ein Oppressor-Bike und natürlich auch eine eigene Yacht. Und diese Yacht muss auch einen Whirlpool besitzen, denn es ist wichtig, dass wir für diesen Bug bzw. für diese unlogische Sache auch den Whirlpool haben. Ihr müsst jetzt einfach nur versuchen, mit dem Oppressor-Bike irgendwie auf die Yacht zu kommen und das kann natürlich auch ein bisschen schwierig sein, aber da das Oppressor-Bike ja auch fliegen kann, ist es dann eigentlich gar nicht so schwer auf die Yacht zu kommen. Wenn ihr dann mit dem Oppressor-Bike auf der Yacht gelandet seid, dann begebt euch einfach mal direkt zum Pool und probiert einfach mal mit dem Motorrad in das Wasser zu fahren. Ihr denkt jetzt bestimmt, okay, das Motorrad wird den Geist aufgeben und es wird einfach kaputt sein. Aber nein, Leute, es passiert genau das Gegenteil. Das Motorrad funktioniert, unser Charakter hat irgendwie jetzt nur noch eine Badehose an und ich weiß jetzt nicht, wie er das gemacht hat auf dem Motorrad. Und das Krasseste ist einfach, Leute, ihr könnt einfach ein Bad mit eurem Oppressor-Bike machen. Es ist ja völlig egal, ob das Motorrad wirklich komplett unter Wasser ist. Ihr seht es hier nämlich an diesem Beispiel, dass das Motorrad einfach komplett im Whirlpool versunken ist und irgendwie scheint der Motor noch zu laufen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber es sieht irgendwie cool aus. Und diese Sache ist halt an so vielen Ecken und Enden falsch. Ich meine, die erste Sache ist, dass der Charakter einfach auf dem Motorrad seine Klamotten auszieht. Dann, dass das Motorrad immer noch läuft. Ich meine, wenn man damit rausfährt, dann funktioniert es einfach wieder. Und drittens, Leute, aktiviert einfach den Boost. Und ich finde, das ist eigentlich die größte unlogische Sache, dass ihr im Wasser des Whirlpools einfach überleben könnt mit dem Oppressor Bike. Aber solange es wirklich für eine Millisekunde unter Wasser ist auf dem offenen Meer, dann ist das Motorrad direkt kaputt. Ich weiß wirklich nicht, was sich Rockstar Games dabei gedacht hat, aber vielleicht sind die einfach nicht davon ausgegangen, dass ein Motorrad auf diese Yacht kommen kann, denn ich meine, die Yacht ist schon wirklich weit auf dem offenen Meer und dass man überhaupt ein Motorrad auf die Yacht bringen kann, dazu braucht es schon mindestens einen Cargo Bob. Ich finde es wie gesagt ziemlich witzig und ich würde sagen, kommen wir direkt mal zum nächsten unlogischen Fakt. Die nächste unlogische Sache, die muss ich schon zugeben, die zeigt einfach, dass das Spiel, naja, gar nicht so realistisch ist, wie es eigentlich hätte sein wollen. Denn es geht noch einmal um die Züge und dieses Mal geht es nicht darum, dass man die Züge nicht aufhalten kann, denn das habe ich wirklich schon tausendmal gesagt. Es geht nämlich um etwas ganz anderes. Ihr seht ja wahrscheinlich, dass ein Zug immer hier vorbeifährt, aber habt ihr euch irgendwann mal schon mal gefragt, dass da vielleicht irgendetwas unlogisch ist, wenn ihr auf einen Zug draufspringt oder wenn ihr wieder von einem Zug wegspringt? Denn ich meine, schaut euch einfach mal diese Animation an. Es sieht vielleicht aus der eigentlichen Perspektive gar nicht so unlogisch aus, aber wenn man eine Kamera einfach so aufstellt und dann sich ansieht, steigt auf einen dieser Waggons drauf und dann hat er plötzlich die gleiche Geschwindigkeit wie der Zug. Ich frag mich, wie kann das sein bei dieser Beschleunigung? Außerdem gilt das gleiche natürlich auch dann, wenn man vom Zug abspringt und das sieht eigentlich noch viel krasser aus, denn auch wenn Franklin gerade quer in der Luft fliegt und irgendwie sieht das ziemlich komisch aus, landet er einfach ganz normal auf dem Boden und es ist halt so, als wäre nichts passiert. Ich weiß jetzt nicht, was für Eisenfüße der hat, damit er das gerade abbremsen kann, aber Franklin muss schon mega stark sein, dass er da nicht einfach abrollen muss. Ist euch dieser Fakt eigentlich auch schon mal aufgefallen, als ihr GTA Online spielt? Denn ich meine, Rockstar Games ist es schon cool, dass wir auf einen Zug draufspringen können und ebenfalls auch abspringen können, aber hättet ihr euch nicht ein bisschen mehr Mühe geben können, dass man, ja, wenigstens eine anständige Animation dafür kriegt oder dass man sich wenigstens mehrmals überschlägt, wenn man abspringt? Kommen wir als nächstes, Leute, zu einer klassischen unlogischen Sache und diese unlogische Sache, die ist eigentlich schon seit dem Release von GTA Online bekannt, denn es geht nämlich um die alten klassischen 10er Garagen von den ganzen Luxus Apartments. Denn früher war es ja so, Leute, ich weiß jetzt nicht, wo ihr eure Garage habt, ob es in der 10er Garage ist oder eher vielmehr in den Firmengaragen, wo ja viel mehr Fahrzeuge reinpassen. Aber in diesem Ort gab es eben auch eine unlogische Sache, die man nicht so wirklich
einfach erklären kann. Denn in die 10er Garage passen ja 10 Fahrzeuge. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie es überhaupt möglich ist, dass ein Fahrzeug aus der Garage rausfahren kann? Denn die Fahrzeuge ganz vorne an der Garagentür, die blockieren doch eigentlich die Garage. Wie kann es dann sein, dass wir mit den Fahrzeugen rausfahren können? Ich weiß jetzt nicht, ob Rocksteady Games an diesen Fakt gedacht hat, denn sie haben einfach die gesamte Animation übersprungen und stattdessen werden wir einfach direkt aus der Garage raus teleportiert. Zum Glück hat Rocksteady Games diesen Logikfehler bei zukünftigen Garagen vermieden, also die haben das irgendwie bei den Firmengaragen viel besser gelöst, muss ich zugeben. Aber ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Logikfehler. Kommen wir als nächstes zu einem Logikfehler aus GTA 4, also einem der früheren GTA-Teile. Und ich habe mir, Leute, wirklich nichts Böses gedacht, als ich durch die Stadt von Liberty City gefahren bin. Ich habe mir überhaupt nichts Böses gedacht, aber dann zufällig ist mir etwas ganz Komisches passiert. Ihr wisst es ja, dass Fahrzeuge auch immer wieder ab und zu spawnen und manchmal kann es passieren, dass etwas ganz falsch gerät. Und ich muss zugeben, Leute, das ist mir jetzt das allererste Mal in GTA 4 passiert und ich habe so etwas vorher noch nie gesehen. Und auch in GTA 5 ist mir, naja, so wie ich das weiß, gar nicht so etwas passiert. Ich bin mir nämlich mit dem Motorrad kurz durch die Stadt gefahren und als ich dann kurz um die Ecke gefahren bin, sah ich dann das hier, Leute. Ein Fahrzeug, das auf 2 Rädern geparkt hat. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was für eine Fahrzeugbalance der Typ gemacht hat, aber so wie er eingeparkt hat, Leute, das ist die Königsklasse des Einparkens. Ich habe noch nie ein Fahrzeug gesehen, das so edel eingeparkt hat. Der dachte sich wahrscheinlich so, okay, wir haben nicht wirklich viel Platz, müssen wir das Fahrzeug einfach mal ein bisschen auf 2 Räder stellen, damit das Fahrzeug nicht so breit erscheint und damit auch die Taxifahrer durchkommen können. Ich will unbedingt den Typen kennenlernen, der dieses Fahrzeug dorthin geparkt hat. Ich habe mich sowieso gefragt, wie ist das überhaupt passiert? War das Ganze nur ein Glitch oder hat Rockstar das tatsächlich mit Absicht gemacht? Was haltet ihr davon, Leute? Ist das absichtlich passiert oder war das Ganze einfach nur ein Versehen? Stimmt dazu einfach oben rechts ab, mich würde es halt echt interessieren, was ihr dazu meint. Als nächstes, Leute, wieder ein Logikfehler aus GTA 5 und zwar müsst ihr euch dazu einfach nur an diese Location begeben. Das befindet sich nämlich neben dem Krankenhaus und da ist es ja so, ihr habt ja viele mögliche Parkplätze, Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß, das war jetzt kein Deutsch, Leute, aber es ist nämlich so, hier rechts könnt ihr nämlich den Berg gar nicht hochfahren. Ihr seht nämlich, dass dort ein Schild ist, das euch zeigt, dass ihr da nicht durchfahren könnt. Also dieses rote Schild mit dem weißen Strich, das zeigt nämlich, dass ihr dort nicht hochfahren dürft. Ich dachte mir in diesem Fall, okay, ja gut, irgendwie muss ich ja trotzdem hochkommen. Vielleicht meinen sie ja einfach die linke Seite. Deshalb bin ich einfach auf der linken Seite gewesen, mit dem Fahrzeug hochgefahren und habe dann kurzzeit einen weiteren Pfeil gesehen, der nämlich von der eigentlichen Spur kommt, von der wir eigentlich den Weg nicht nehmen sollten. Ich muss echt mal üben, den Satzbau ein bisschen besser zu machen, Leute. Ich hoffe, ihr wisst natürlich, was ich meine, denn es kann halt nicht sein, dass sich Rocksteady Games für 2 Sachen gleichzeitig entscheidet. Entweder darf ich da jetzt nicht hochfahren oder die platzieren halt den Pfeil nicht. Also irgendetwas davon müssen sie sich entscheiden, denn so wie das jetzt ist mit den Verkehrsschildern und ich weiß, ich habe es schon öfters gezeigt, dass Rocksteady Games an vielen Stellen, was die Verkehrsbeschilderung echt ein bisschen gepennt hat. Aber an diesem Beispiel merkt man natürlich wieder einmal, naja, da haben sie es noch einmal gemacht. Den nächsten Logikfehler, den ich euch zeigen möchte, ich muss zugeben, der tut mir schon ein bisschen weh, weil es nämlich wieder einmal um die gesamte Shark-Card-Situation geht, dass Rocksteady Games uns immer mehr dazu zwingt, uns teure Sachen zu kaufen, die eigentlich gar nicht so viel wert sind, damit wir mehr Shark-Cards kaufen. Erinnert ihr euch noch aus der letzten Folge, wo ich euch gezeigt habe, dass eine Glasflasche, die zerbrochen ist, bei Elimination über $300 gekostet hat? Wenn ihr diese Folge unbedingt nochmal sehen wollt, klickt dazu oben rechts, dann kommt ihr direkt zum Video. Aber Rocksteady Games hat es noch einmal getoppt. Und mit getoppt meine ich, Leute, sie haben es wirklich getoppt. Also jetzt rede ich mal wirklich von ziemlich hohen Preisen, die schon 10-mal so teuer sind wie diese Glasflasche. Denn im Maskenladen vom Vespucci Beach können wir eigentlich ziemlich viele verschiedene Masken, Helme und natürlich alles weitere kaufen, was wir halt dort wollen. Und da gibt es auch eine Kategorie, die sich Papierhüte nennt. Und Leute, ihr merkt euch, Papierhüte. Wir kaufen uns jetzt Papierhüte als Masken, die vielleicht mit einem Edding angemalt sind. Aber schauen wir uns mal die Preise an, Leute, von den Papierhüten. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wir zahlen über $2000 für einen Papierhut, der angemalt ist. Leute, über $2000. Einige von diesen Papierhüten kosten sogar $2700 und das ist einfach nur eine ganz normale Burgershot-Tüte, bei denen einige Löcher eingeschnitten wurden. Wenn ich mir jetzt bei Burgershot einen Burger für $1 kriege, kriege ich die Tüte doch noch gratis dazu. Wieso soll ich dann $2700 investieren für eine Maske aus einem Papierhut, den man auch bei Burgershot kaufen kann? Ich muss zugeben, Leute, ich weiß wirklich nicht, wieso sie das gemacht haben.
haben, denn die müssen auch mal ein bisschen denken aus logischer Sicht. Klar, es ist ein Outfit und die müssen die Preise natürlich anpassen an die anderen Outfits, aber es ist halt einfach nur eine Papiertüte. Das kann einfach nicht so viel kosten. Begeben wir uns noch einmal zum Krankenhaus, den ich euch gerade gezeigt habe, an derselben Location. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass wir noch nie im Story-Modus oder im Online-Modus, wenn wir gestorben sind, vor dem Krankenhaus spawnen? Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber man sieht hier tatsächlich, dass es eindeutig ein Krankenhaus ist. Und als Franklin sich nämlich selber weggesprengt hat, ratet mal, wo wir gespawnt sind, Leute. Wir sind nämlich, ja, komplett woanders gespawnt und zwar einige hunderte Meter weiter im anderen Krankenhaus nebenan. Ich weiß jetzt halt nicht, ob sie das wirklich aus der Beta gestrichen haben, dass man in diesem Krankenhaus nicht spawnt, weil ich finde, das ist an sich eine ziemlich coole Location. Es ist relativ offen, hier sind ziemlich viele Fahrzeuge, die man klauen könnte. Und ich meine an sich, Leute, jeder neue Spawnpunkt, den man dazu bekommt in der Story von GTA 5, ist halt immer eine gute Sache. Das waren auf jeden Fall wieder weitere unlogische Dinge in GTA. Wenn ihr, wie gesagt, neu auf dem Kanal seid, könnt ihr in der Mitte kostenlos abonnieren. Es wird bald, Leute, ein XXL Weihnachtsgewinnspiel geben. Seid also die Tage auf jeden Fall sehr gespannt, denn es wird ziemlich krasses auf euch zukommen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Checkt die anderen Videos links und rechts im Bild aus. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. ID-Zock ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.